vergrößern, verkleinern. Beim Pokalfinale in Berlin hantierten Fans von Bayern und Frankfurt mit Pyro. Urheberrecht Getty Image steilen bietende Mail-Kommentare. Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern drohen nach den Vorfällen beim Pokalfinale in Berlin Geldstrafen. Der DFB hat Ermittlungen aufgenommen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes DFB ermittelt aufgrund der Vorfälle im Endspiel gegen den DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und dessen Gegner Bayern München. Aus dem Block der SGE-Fans waren vor der Partie am Samstag 3:1 mehrmals Böller in die Luft gegangen. Vor dem Beginn der zweiten Halbzeit wurde dann massiv Pyrotechnik abgebrannt. Auch in der Fankurve der Bayern brannten bengalische Feuer. Schiedsrichter Felix Zweier, Berlin, pfiff die Partie deshalb erst mit einiger Verzögerung wieder an. Eintracht-Fans mit geschmacklos Plakat. Zudem waren die Frankfurter Anhänger, die in der Vergangenheit schon oftmals für Unmut gesorgt hatten, mit einem geschmacklosen Plakat negativ aufgefallen. Jupp Heynckes lebt, Stand jetzt, stand auf dem Banner mit Blick auf den 73-jährigen Bayern-Coach Heynckes geschrieben. Dies war auch eine Anspielung auf den scheidenden Eintracht-Trainer Niko Kovac, der zur kommenden Saison die Münchner von Heynckes übernehmen wird. Vor der geräuschvollen Bekanntgabe seines Wechsels hatte er mit dem Zusatz Stand jetzt betont, dass er weiterhin Frankfurt-Coach bleiben würde. Zuvor hatten die Anhänger auch den DFB verbal angegriffen. Grindel, dein Albtraum wird wahr. Wir sind im Finale, Jahr für Jahr, stand auf einem Banner in der Fankurve des Vorjahresfinalisten, das an DFB-Präsident Reinhard Grindel gerichtet war. Teilen wie terne Mail-Kommentare.